Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei uns auf dem Kanal. Wieder Marvin und ich sind wieder zurück hier auf einer Rennstrecke am wunderschönen Hockenheimring. Wunderschön deswegen, weil das Wetter einfach richtig geil mitspielt. Ne, wir sind hier. Sag du doch, warum wir hier sind. Die Firma Dörr hat hier den Hockenheimring gemietet für 2 Tage. Und für das Event haben wir uns jetzt quasi mit eingekauft und haben selber auch 3 Fahrzeuge dabei. Wir haben dabei den Pagani Huayra R. Wir haben dabei von 2018 das Mercedes DTM-Auto und unseren AMG GT3. Also wenn man ehrlich ist, haben wir so ein bisschen auch die coolsten Autos hier dabei. Das sage ich jetzt mal ganz, ganz nein, war ein Spaß. Es sind natürlich mega viele coole Autos hier. Aber wir haben einfach diese Chance genutzt, jetzt hier einfach auch mal in einem entspannten Feeling, in einem entspannten Setting mit unseren Kunden, mit diesen geilen Autos. Ne? Wir haben das DTM-Auto, der Pagani, das sind einfach Autos, die du so sonst gar nicht mehr wirklich fahren kannst. Und deswegen einfach in einem entspannten Setting diese Autos mal zu bewegen, macht einfach Spaß. Das ist cool. Genau, und das haben wir auch dann gesagt, ne? Wir wollen euch eben auch mal nicht die Motorsportseiten, auch nicht die Storage-Seiten, sondern auch mal einfach die Trackday-Sachen mal zeigen. Und das sind wir, machen wir jetzt gerade hier. Und genau, ich weiß gar nicht, der GT3, der da hinten steht, den müssen wir gar nicht groß vorstellen, oder? Das ist eigentlich... Ja, können wir mal kurz zeigen, weil das Besondere hier bei der Sache ist jetzt, wir haben eine Beifahrersitzkiste eingebaut, dass wir auch mal ein bisschen Family and Friends von den Arbeitern der Firma SPS mitnehmen können, dass wir dann eine Taxifahrt ermöglichen können. Können wir hier mal zeigen. Und zwar, wie gesagt, ist hier jetzt eine Beifahrersitzkiste drin, wo dann wo unsere Gäste da Platz nehmen können. Und der Yannick Mettler, ein Profifahrer, der auch viel Motorsport mit uns macht, die Gäste mitnimmt für ein paar Runden. Das ist das Coolste, wenn du dann die Leute dabei hast, wo das gar nicht kennen, noch gar keinen Bezug dazu hatten, und dann fahren die auf einmal mit in so einem Rennauto und kennen nur das normale Fahren, da fallen die aus allen Wolken. Weil das kannst du so gar nicht erklären, das kannst du gar nicht verbildlichen, was das bedeutet, da wirklich mitzufahren. Das Bremsen, die Kurvengeschwindigkeiten, das ist schon immer krass. Und deswegen, das sieht man in den Reaktionen auch, das ist schon immer sehr, sehr, sehr witzig, das mitzubekommen. Aber macht auch Spaß, das den Leuten zu ermöglichen. Es ist gerade ziemlich ruhig, weil es gerade Mittagspause ist. Aber was hier auch noch besonders ist, wir haben aktuell keine Lautstärkebegrenzung. Und da werdet ihr auch gleich noch hören, wieso. Weil der Pagani ist so unfassbar laut. Ja, da werden wir mal ein paar Flybys auf jeden Fall auch mit reinschneiden. Wir können eigentlich schon mal Richtung hier Pagani und so weiter laufen, um das einfach mal das Auto auch mal zu zeigen. Jetzt technische Daten, da bin ich jetzt wieder ein bisschen auf theoretischem Holzweg. Nein, wir haben 1000 Kilo. Wir haben 1000 Kilo, genau. Voll Carbon, wie man sieht. 700 PS. Ist schon, also das geht unfassbar voran. Da zieht es ja jede Falte aus der Stirn. Das ist schon, da geht es schon richtig vorwärts. Ist ein V12. Ne? Genau, V12 Sauger und wie gesagt, der Klang ist einfach unfassbar. Genau, oh, und was gibt es sonst so zu sagen? Ist halt ein Pagani, ne? So, ja. Ist ja nichts Besonderes, nein. Also, was hier besonders ist bei dem Pagani Huayra R, es ist ein reines Track-Tool, also das ist nicht straßenzugelassen. Man sieht zum Beispiel auch hier, ne, so eine kleine Scheibe oder auch hier, wenn man mal in den Innenraum schaut. Ich denke, dass... Hier ist Motorsport pur angesagt. Rennlenkrad, alles aus Carbon. Und ja. Ist schon krass. Ja, auf jeden Fall. Ist auch ziemlich lang und hier hast du hinten, das ist auch mal ganz cool zu sehen, ne? Diese Active Aero Flaps, die dann sich da mitbewegen, je nachdem, ob du gerade eben beschleunigst oder ob das Auto eben gerade bremst. Also ist schon... Auch tatsächlich in Kurven agieren die unterschiedlich, rechts und links. Also sie bewegen sich nicht zusammen. Ja, klar, das ist halt die Aero dann je nach Kurvenlage dann auch besser begleitet und umleitet noch. Genau. Ja. Was man jetzt hier so quer rein erkennen kann, auch noch ziemlich heiß der Apparat, der lief nämlich gerade. Manche werden sich wundern, manche werden es wissen, warum die Abgasanlage weiß ist. Die ist nämlich komplett keramikbeschichtet, hat thermische Gründe. Es ist hier natürlich auch alles mit Hitzetape noch eingekleidet, aber trotzdem wird es hier schon auch ziemlich, ziemlich warm. Und somit haben die komplett beschichtet mit Keramik. Und dann leitet es die Wärme einfach ein bisschen besser ab. Und das war es jetzt mal grob zu dem Auto. Ich würde sagen, wir drehen einfach gerade mal um und zeigen euch kurz das DTM-Auto, das wir dabei haben. Wir rennen hier so durch. Das sind eigentlich zwei Wahnsinnsautos, ne? Die man da einfach mal so mitbringt und mal so fahren lässt. Ne? Aber
klar, das DTM-Auto ist halt auch, wie du gesagt hast, aus dem Jahr 2018. Noch die alten Class 1-Dinger, kann man ja fast schon sagen, alt. Ja. Das waren noch richtige Rennautos, ne? Also wenn jetzt hier, Marvin, mach mal die Tür auf, das man sieht man halt dann wirklich mal. Hier auch mal zeigen, auch hier wieder Motorsport pur, Carbon-Monocoque, der Apparat. Wie tief man drin sitzt in dem Auto, es ist für mich zum Beispiel ohne Lenkrad abnehmen unmöglich einzusteigen. Wie man hier erkennen kann, der Mortara ist damals damit gefahren. Und hier ist einfach auch nochmal überall so ein bisschen mehr wie im aktuellen GT3, weil wir haben DRS, wir haben Mods, die Power, wir haben, hier sieht man die Abgasanlage rechts und links, da schießt Feuer raus, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und das ist ja allein schon, wenn du es dann anmachst oder du willst ihn anmachen, der ganze Prozess, du musst dann das Getriebe vorheizen, dann gibt es ein eigenes Ölsystem, dass das Öl praktisch schon vorgeheizt wird vom Getriebe. Genau. Ne? Vorne das Wasser. Richtig. Wird auch noch vorgeheizt, separat, noch bevor der Motor überhaupt läuft, und dann kannst du ihn erst anmachen. Also das ist noch wirklich, da haben sie sich noch auch wirklich Gedanken gemacht beim Ingenieur, also bei den anderen natürlich auch, aber das war noch eher fast wie Formel 1. Das ist ein Prototyp, davon gab es dann 5, 6 Autos. Und das war dann vom Aufwand wirklich schon vergleichbar wie die Formel 1 dann zu den Zeiten. Das war 2018, aber mittlerweile auch schon fast ewig lang her, fast 10 Jahre dann irgendwann. Ja, wenn wir jetzt hier gerade nochmal weitergehen auf der Seite, auch nur eine Besonderheit im Vergleich zum GT3. Der hat hier noch komplett eingekleidet mit Carbon, die Bremsanlage. Hat hier, wie man sieht, AP Racing Bremse drauf. Ja. Auch Vollcarbon, im Vergleich zum GT3 ist es eine Stahlbremse. Und da ist auch einfach richtig Bremsleistung da und brauchst du auch bei dem Apparat, weil der geht schon richtig gut. Wir sind jetzt hier kurz ins hintere Fahrerlager gesprungen. Laufen jetzt hier ein bisschen durch, weil hier auch ein, zwei Schmuckstücke rumstehen. Natürlich beim Dirt Track Day kann man ja sagen, da ist immer unglaublich viel los. Also heute nicht. Heute ist so ein kind of exklusiver Tag für Kunden und eben für uns. Morgen ist natürlich der Haupttag. Dann ist natürlich auch viel mehr los. Und das muss man schon sagen, das machen sie schon auch richtig, richtig gut. Also ja. An der Stelle vielleicht auch nochmal ein Dankeschön, ne, an Dörr, dass wir hier einfach dabei sein können und das hier mitmachen können. Das ist auf jeden Fall, ich wiederhole mich, das macht einfach Spaß, wenn du mal nicht immer diesen kompetitiven Druck hast von einer Motorsportsituation, sondern einfach mal entspannt hier durchlaufen kannst, mit Leuten quatschen kannst, Spaß haben kannst, ja. Und so weiter. Und da fängt es hier schon ein bisschen an. Das ist übrigens auch, das haben wir gerade kurz darüber gesprochen, ne? Das ist ja. Schon, das ist vielleicht noch ein Auto, wo es wert ist, dass man das erwähnt. Du hast mehr Infos dazu. Genau, ich habe gerade mit dem Kollegen gesprochen, er kommt auch gerade schon wieder her. Da haben wir kurz über den Apparat gesprochen. Das Auto hat in Goodwood den Rundenrekord aufgestellt, und zwar mit Leichtigkeit. Ganz kurze Eckdaten zu dem Auto. Es hat 1000 PS, wiegt 1000 Kilo und dieses Fahrzeug hat unten einen großen Ventilator, der quasi Luft ansaugt und hinten aus dem Auto wieder rausbläst. Somit hat das Auto konstant, egal in welcher Fahrsituation, 2 Tonnen Abtrieb. Sprich, das Ding hat Grip ohne Ende. So, und die versuchen jetzt hier dann morgen, wenn ich es richtig verstanden habe, auch einen Rundenrekord aufzustellen. Und die sind jetzt gerade beim Rumrollen, sind die hier schon eine 1,30 gefahren. Ja, kurzer Anhaltspunkt, wir brauchen mit unserem GT3 unter Rennkonditionen knappe 2 Minuten. Also das Ding ist schon auch eine richtige Waffe. So, you put your bum here, ja. Swing both your legs in, okay. And then slide them down an inch. Okay. Just lower yourself. You put hands on here, hands on there, hands on here. It's all fine. It'll take you 8, no trouble at all. Okay, perfect. So I will just quickly explain on Germany what you said. So what's your name? Sorry. Chris. So Chris, jetzt rede ich auf Englisch. So der Chris kam halt her und meinte, ich darf doch mal mich reinsetzen und das versuchen wir jetzt mal zusammen. Sieht schon recht spannend aus. Aber ich gebe mein Bestes, da hier mal reinzukommen. Das geht. So. Jesus. So. Ja, interessant. Interessant. So, and you said there will be a street legal version? So there is a road conversion.
Okay. That will be coming out. But the interior will be like similar? Yeah. Okay. It's a track car. Yeah, it is. So, einfach mal kurz, was ich hier spüre, was ich hier fühle. Es ist verdammt eng. Es fühlt sich an, als würde ich in einem Formel-Auto sitzen. Ich glaube, er gibt mir jetzt noch das Lenkrad. Ring clip back, put it on nice and straight and ja. Hold the steering wheel top and bottom. Okay. So, es hat immer noch das Lenkrad gegeben. Sieht auch ganz fancy aus. Ja, ich versuche das jetzt mal, wie er es mir erklärt hat. Aber scheint dran zu sein. So. Also ja, wie gesagt, Rennauto-Feeling. Er hat mir jetzt gerade erklärt, es wird eine Straßenversion geben in Zukunft, die aber nicht stark abweicht von dem Ding hier. Und da man auf der Straße fahren, stelle ich mir schon auch richtig, richtig fancy aus. So. Now I'm going for a spin on the street, or? It's crazy how you like you lie in a car. Huh? Yeah, you lay like just like in an F1 car. So both legs straight forward. Yeah. Yeah, but it feels. It's actually a lot of room. Yeah, it is. It feels good. But at the same time, you need to feel safe in it. So yes. The monocoque is built to LMP 2018 safety standards, and it'll okay. take 8 tons on the monocoque. Okay. So you're totally safe inside there. And the monocoque's carbon fiber, but with Kevlar weave. Okay. So it's incredibly strong. So, er hat gerade erklärt, das Auto wurde nach LMP2 Standards gebaut, von dem Jahr 2018. Das Carbon Monocoque ist eine Kombi aus Carbon und Kevlar und das hält bis zu einer Tonne Druck aus. Das heißt, es ist schon auch recht sicher gebaut, das Ding. Wobei ich sagen muss, ich glaube, auf der Straße ist das alles andere als komfortabel. Und da werde ich mich gleich noch bei dem Kollegen bedanken. Ich werde jetzt versuchen, mich wieder hier rauszuschwingen, so elegant wie möglich. Und dann gehen wir auch weiter, weil wir fahren in einer Stunde schon wieder. So, there are some easier cars to get out when you drive to the cafe on a Sunday. Yeah, but, for sure, really made for that. No, I was about to say, but for sure, it is an eye catcher. Yeah, it's a cool car. And it's super fast. Huh? And it's super really fast. Yeah. So, every car has a seat made for the driver. Okay. So when you order your car, you have a seat fitting to make sure that you've got exactly the right visibility and you're at the right height yep. for the car itself. The base colors are silver, white, and black. Okay. But then after that, you can have whatever color you want. Okay, cool. But this is the exact same car which did in Goodwood. This is the Goodwood car. This is actually the record holder. Yeah. So. Ja, jetzt haben wir hier kurz mal den, wie heißt denn das Ding überhaupt? McMurphy oder McMurphy? McMurphy kann auch sein. Naja, ist auf jeden Fall ein teures Auto, was hat er, 950 Pfund, ja, du bist schon bei fast 2 Mille, ne? Da geht schon gut los, aber ja, am Ende ist es, glaube ich, macht schon Spaß, wer es braucht. Ich meine, mein Pagani tut es auch, aber der ist teurer. Ja, stimmt wohl. Wir laufen hier einfach so selbstverständlich dran vorbei, weil wir es natürlich kennen, aber wie gesagt, was hier geboten ist an Autos, Lamborghini Countach, Pagani Huayra. Ich habe hier irgendwo noch einen Huayra BC Roadster gesehen, können wir auch noch zeigen. Aber wir laufen jetzt einfach mal hier durch, weil es sind einfach auch zu viele Autos, um das in dem Video alles noch zu zeigen und zu erklären. Ja, und am Ende, die Autos kennt man ja auch immer, die sieht man immer überall mal wieder. Und es gibt auch mittlerweile, glaube ich, genügend, sag jetzt mal, YouTuber und Leute, die da sich schon genug darüber erzählt haben, aber das ist einfach schön, die hier Autos hier zu haben. Den finde ich ganz geil, weil das sieht irgendwie ein bisschen wild aus. Der BC Roadster? Genau. Ja. Weiß gar nicht, warum der, also es sieht einfach cool aus. Ich weiß nicht, ob das ein Special Auto ist, aber sieht schon ganz geil aus. Ja, man sieht hier auch Pagani Stuttgart ist mit dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Paganis zähle ich hier mal auf die Schnelle. Also auch stark vertreten. So, ich würde sagen, wir machen die Runde jetzt hier noch voll fertig. Bugatti ist auch mit dabei. Veyron Supersport. Komplett nackt. Einfach mal alles auseinandergerissen. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, und es ist vielleicht peinlich, dass ich das sage, aber ich wusste nicht, dass da so viel Carbon praktisch mit dran ist. Doch, tatsächlich. Und trotzdem wiegt die Karre fast 2 Tonnen. Aber das Aggregat ist halt auch riesengroß und schwer. Ja. Ja, tatsächlich interessant zu sehen.
wie das so aussieht, auseinandergerupft. Aber der ist dann praktisch hier. Es heißt ja, wie das, diese Hochzeit oder was heißt es ja, ne? Hier ist die Hochzeit, genau. Also hier werden dann die beiden Sachen praktisch, also der Antriebsstrang und Auto zusammen. Monocoque, wenn die zusammengeführt werden. Zusammengeführt. Ja. Ist schon. Ist halt ein Bugatti. Also, Hauptsache, es steht 500 auf dem Tacho. Was man auch sagen muss im Vergleich, wenn die so nebeneinander stehen, könnte man fast meinen, es ist dasselbe Auto, aber wie man doch sieht, ist das der Chiron, das neue Modell, und hier der Vorgänger, der Veyron. Vielleicht hier nochmal kurz den Vergleich. Hier nahezu jeder Bugatti, den es überhaupt gibt, ist am Start. Bugatti Chiron Super Sport. Nebendran Bugatti Chiron Pure Sport, also auch zwei echt coole Autos. Der Super Sport ein Ticken länger und mehr auf Topspeed ausgelegt. Im Vergleich der Pure Sport mit dem fixen Flügel, eher für den Track ausgelegt. Über 1500 PS. Da geht dann schon gut was vorwärts. Wir sind wieder live. Kurzer Akku-Pitstop. So, jetzt ist hier, ne? Also SPS-Werksfahrer, oder? Genau, SPS-Werksfahrer. Nee, du fährst ein DTM hier, das DTM-Auto. Ja. Sag mal, was. Ein Traum wird wahr. Ist wirklich so. Ja, also ich habe früher 2018, 17, ich war da auch viel hier an der DTM. Taxifahren bei Mercedes, bei BMW, bei den Events. Und jetzt so ein Auto zu fahren, ist einfach krass. Also Traum wird wahr. Es ist wirklich so, wenn man das gesehen hat, war für einen GT-Fahrer, war das die Formel 1. Ja. Ich bin GT3 gefahren damals schon und du hast zu hoch geschaut zu den Fahrern. Und jetzt fahre ich selber mit dem Auto. Ist zwar ein altes Ding, aber krass. Und so, nimm uns mal mit, so die krassen Unterschiede so zwischen GT3 und dem Apparat. Du spürst den Gewichtsunterschied. Das ist eigentlich das Größte. Das sind, glaube ich, so 400-500 Kilo. Das sind ja fast über 30%. Das ist brutal viel. Und die Aero. Das ist halt wirklich gebaut, das ist wie ein Messer. Der DTM-Auto. Das GT3-Auto ist so, okay, ist ein super Auto, wir fahren 14-Stunden-Rennen, alles geil, aber wenn du den Vergleich hast zum DTM-Auto, sagst du zum GT3, was willst du eigentlich? Langweilig. Auch das ist ein Traum vieler, aber der Vergleich ist einfach heftig. Und es macht Spaß, alles vibriert, das schaltet krass, das ist einfach was anderes. Einfach noch überall ein Ticken mehr Racing. Allein die Bremse, du haust da rein, der Kopf geht nach vorne. Das kennst du beim GT3 nicht. Du bist sofort im ABS, aus der Kurve raus, du gehst aufs Gas beim GT3, du ruderst da rum und eigentlich passiert nichts. Und mit dem DTM machst du einen 5 mm Gas und das Ding fährt so aus der Kurve raus. Ja, also das ist. Das weiß, was es macht. Ist genau für das gebaut. Ja. Ja, ist mega. Und ich genieße jede Runde. Ich bin jetzt eh schon viel zu viel gefahren eigentlich. Ich bin schon zu nah am Limit. Ja, ich habe 2-3 Mal so stehendes Rad gehabt und dann, okay, stopp, genug. Ich habe es gesehen, jetzt soll der Wally Spaß haben. Und hört sich auch geil an. Also das ist wirklich noch, wenn du da vorbeifliegst, ne, und dann die Downshifts, Turn 1, das ist schon... Boah. Stell dir vor, du mit dem Auto 20 Autos auf dem Grid bis P10 und sagst, scheiße, du siehst ja in den Spiegel nichts. Es vibriert alles so krass, du siehst nicht zurück. Vorne, du sitzt hinten auf der Rückbank, ist ganz was anderes. Ja. Nee, mega. Also echt, da bin ich dem Wally so dankbar, dass er das gemacht hat. Ich habe ein bisschen gepusht, dass wir das Auto fahren. Ja. Und jetzt fährt er hoffentlich und dann auch Spaß und dann war es ein mega Tag. War es auf jeden Fall. Danke. So, McLaren ohne Ende. Ja. Hier Dermot mit extrem viel McLaren am Start. Hier zwei McLaren Elva. Ich sehe ein P1. Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5 McLaren Senna. Also wie gesagt, die Dirt Group hat auch immer richtig was am Start. Ja. Und es ist einfach ein cooles Event, wie Lukas schon meinte. Man kann hier einfach entspannt laufen. Man sieht hier die coolen Autos und einfach hier dabei sein zu dürfen, wirklich nochmal. Familiär einfach, ne? Du hast jetzt hier, es ist nicht alle, es sind so strikt und so streng und du darfst dir das nicht filmen, sondern es ist wirklich cool. Einfach entspannte Atmosphäre und das macht einfach auch am meisten Spaß, wenn man ehrlich ist. Klar, jedes Rennen, so Nürburgring 24-Stunden-Rennen macht auch Spaß, aber das ist halt, bist du als Team und dann ist es da wieder dieser kompetitive Gedanke und dann läuft es nicht und dann bist du eh ein bisschen angepisst und dann macht es so einfach mehr Spaß. Ja, es ist einfach richtig, was Lukas sagt. Sobald es dann um Rennen geht, wo wir richtig Leistung bringen müssen, da ist einfach immer so eine Grundspannung da. Das ist einfach nicht so locker wie hier. Jetzt geiles Wetter, schöne Autos, das könnte nicht besser sein. Ich habe jetzt keinen Bock mehr zu reden. Ich glaube, wir zeigen jetzt mal ein bisschen. Ja, wir sind jetzt auch hier am Ende angekommen, also der vom Fahrerlager. Wir zeigen jetzt ein paar Impressionen, würde ich sagen.
ne, dass ihr mal so ein bisschen seht, was ihr so passiert. Und auch, dass ihr mal ein paar Autos mal seht und auch mal hört. Und dann sehen wir uns danach wieder. Bis gleich und viel Spaß. Wir haben jetzt hier den Timo geschnappt, der nicht frisch, aber der gerade B3 mitgefahren ist. Wie war's denn? Das ist brutal. Also die Kraft hätte ich nie gedacht. Also die Kurvengeschwindigkeit, das ist abartig. Kann man schwer erklären, ne, was da passiert. Also, kann ich tatsächlich nicht. Also du musst es gemacht haben, um Verständnis zu bekommen, was da jetzt zum Auto los ist. Ja. Beschleunigung, wo der bremst, wo der in der Kurve schon wieder Vollgas gibt, passt da auf die wirkenden Seitenfliehkraft. Kannst du nicht beschreiben. Das war geil, dass du da warst. Ja. Das ist die Carina und für die war das heute die erste Erfahrung im Rennauto. Und jetzt kann sie mal so ein bisschen beschreiben, wie es sich so angefühlt hat. Hat mega Spaß gemacht, also kann man sehr empfehlen. Läuft eigentlich sehr gut gefahren. Sehr schön. Sehr cool. Was hat dir denn am meisten gefallen? Das Beschleunigen, das Kurvenfahren? Ja. Ja. Cool. Ja. So, also du würdest wieder machen. Absolut. Ja. Wahnsinn, ich habe gedacht, der bremst gar nicht. Das ist krass, oder? Das ist verrückt wirklich, wie die Bremsen greifen, der Hammer und die G-Kräfte in den Kurven. Absolut. Und Beschleunigung auch gut? Beschleunigung ist der Wahnsinn, wie in einem Düsenjet. Geil. Das sind die Straßenfahrzeuge, die ich gewohnt bin, gar kein Vergleich. Das ist die Larissa. Und ja, auch sie, erste Mal im Rennauto. Und sie kann auch mal kurz erzählen, wie es ihr gefallen hat. Sehr, sehr gut. Also ich würde es direkt nochmal machen. Ja, und was war so für dich, wo du sagst, es war am beeindruckendsten? Wie schnell man auf die Kurven zufährt. Und dann dieses abrupte Bremsen und dann trotzdem noch mit der hohen Geschwindigkeit dann trotzdem noch durch die Kurve. Ist man nicht gewohnt. Ja. Bisschen anders als im Straßenauto. Also, wir sind fertig. Wir haben Feierabend hier am Hockenheimring. Haben jetzt echt viel gefahren. Ja. Viele Gäste durchgebracht. War ein wirklich mega Tag, hat alles gut funktioniert. Ich denke, die Gäste waren alle super happy. Ihr habt es gesehen, hoffentlich. Das hat echt wunderbar funktioniert. Ich denke, wirklich arg viel mehr kann man gar nicht sagen. War einfach auch ein schöner so Tag. So sieht's aus. Oder? Also wir hatten Spaß, die Gäste hatten Spaß und die Autos sind alle heile geblieben. Und in dem Sinne denke ich mal, ja, was soll man noch groß sagen? Bis zum nächsten Mal. Genau, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und wir sehen uns. Ciao.